Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren jetzt hier beim letzten Mal, waren wir jetzt hier zum Douglas angelangt, haben da den Kyle kennengelernt, Kyle Madigan. Und genau, jetzt sind wir hier beim Douglas und der hier, der hat so einen kleinen Shop. Und würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter hier mit dem Spiel. Wollen Sie was? Waffen. Waffen erstmal. Was darf's denn sein? So, der hat jetzt hier natürlich hier die ganzen Sachen. Ne? Schauen wir uns doch erstmal nach Waffen um. So, der hat eine P08, die ist nicht so gut. Die schießt nämlich immer nur eine Kugel. Und wir haben 4000 BP, Leute. Das ist schon krass. Und der hat jetzt hier diese Rifle. Nee, Leute. Die nehme ich jetzt erstmal nicht. Da könnten wir jetzt hier noch ein Messer dran bauen an die Rifle, aber. Oder ein Magazin. Aber da ich sie eh nicht benutze, Freunde. Aber Granatenpistole, Freunde. Granatenpistole sieht immer gut aus. Deswegen habe ich mir die jetzt direkt mal geholt. Okay, ich sehe gerade, wir haben 20 von 20. Was haben wir denn hier noch so, Leute? Granaten auf jeden Fall. Ziemlich teuer, 280 für 4 Stück. Aber dafür hauen die auch ordentlich rein. Ne? So, Schutzkleidung. Ah, da haben wir ein paar neue Westen. Schaut mal. Und hier haben wir den Schulterhalfter. Schnellfeuer und der addet nur MP. Sieht jetzt nicht so gut aus, das Ding. Da sieht das hier schon ein bisschen besser aus. Militärische Standardschutzweste mit integriertem Medikit. So, Leute, ja, das würde ich sagen, nehme ich mir gleich. Kann ich mir gar nicht nehmen, wenn ich kein Geld mehr habe. Auf jeden Fall hat der eine Anti-Gift und eine HP-Regeneration. Sieht alles sehr interessant aus, aber ich würde mal sagen, sonstiges hat er nur die Standardsachen drin, ne? Ja, ja. Bevor wir hier weitermachen, Leute, muss ich einmal ganz kurz einen Schnitt machen, weil ich habe wieder meine Uhr vergessen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ach ja, Leute, ich und die Uhr, das ist so eine Never-Ending-Story hier. Und ja, dann würde ich mal sagen, wollte ich ja eigentlich hier gerade ein Item loswerden. Weil ich würde mir doch ganz gerne noch ein paar Granaten kaufen. Benutzt mal die Medizin 1, es geht nicht. Was kann man denn hier noch gut loswerden? Ja, das ist mies eigentlich. Ja, das habe ich ja eh nie benutzt. Okay, dann weg damit. Komm. Ich will jetzt ein paar Granaten haben hier. Wollen Sie was? Waffen. Jo. Was darf es denn sein? Du kannst mir jetzt bitte Munition geben und das nicht zu knapp. Oh. Ich kann nur 32 Granaten kaufen. Was soll ich alles dafür ausgeben jetzt? Kauf mal die Hälfte. Kauf mal 16. Es wird schon ausreichen. So, Leute, hier haben wir uns ja beim letzten Mal schon umgeguckt. Dann würde ich mal sagen, wollen Sie was? Infos über den Bunker. Genau, wir haben ja den Kyle kennengelernt und der hat irgendwas von dem Bunker geredet. So, gut. Ich habe gehört, dass es einen Bunker geben soll. Bunker? Ach ja. Eine Milizgruppe hat einen gebaut. Gegen Atomangriffe. Er ist hinten im Gebirge. Wird er benutzt? Keine Ahnung. Ein Konzern soll ihn gekauft haben. Oh! Was war das eben? Ein Schrei? Was? Ich habe nichts gehört. Ganz sicher. Es kam aus der Richtung. Das leerstehende Haus. Ich hatte es abgeriegelt. Vielleicht ein Tourist? Ich werde nachsehen. Wo ist das Haus? Gleich hinter dem Gemischtwarenhändler. Okay, Leute, ein Frauenschrei. Sie müssen in den Laden. Aber ich habe keinen Schlüssel. Vielleicht geht's durch den Abwasserkanal. Oh nö, Leute, ich will doch nicht rein.
Der Brunnen führt direkt in den Laden. Ein bisschen nass, aber sicherer. Kommen Sie mit. Danke, aber ich komme alleine klar. Hätte ihn doch ruhig mitnehmen können, ah ja. Gut, ein Frauenschrei also, Leute. Aber wisst ihr was, ich muss noch mal ganz kurz hier einen kleinen Cut machen und die Spielsounds minimal lauter machen. Ich glaube, ihr habt den Schrei gerade gar nicht gehört. Ich sag mal bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. ja, ich habe den Sound ein bisschen lauter gemacht und dann sollte das auch passen. Alles klar. Cool. Flint, zeig ihr den Weg. Flint, okay. Der Hund heißt also Flint. Oh, und die Musik hat sich geändert, Freunde. Krass. Okay. Die chillige Musik ist jetzt nicht mehr. Und der Hund heißt also Flint. Quasi wie Flinte. So, was willst du uns sagen? Alles klar, Leute. Oh! Hier sind Gegner. Genau, Leute, wisst ihr was? Das habe ich noch gar nicht erzählt. Eine Voraussetzung des guten Endes ist es, diesen Hund hier zu beschützen. Dem darf nichts passieren. Und deswegen mache ich jetzt hier einfach dreimal Plasma. Und dann hauen die Gegner direkt ab. So. Ja, dem Hund hier darf nichts passieren. Der muss überleben, Leute. Egal was wir haben, der muss überleben. So, jetzt können wir eine Seiltrommel. Vielleicht komme ich damit in den Brunnen. Ein Seil. Ich will da nicht rein. Verdammt nochmal, aber ich muss. So, wo ist das Seil? Hier. Stahlseil. Ein Seil aus Stahlfasern, aufgerollt um eine Tonne. Alles klar, Leute, genau. Dann müssen wir jetzt zu diesem Brunnen da vorne rein, um mal zu gucken, was es da mit diesem... Was es da mit diesem Frauenschrei auf sich hat. So, Leute, ich möchte euch ganz gerne mal hier den... Combustion eigentlich mal zeigen, aber dafür ist gerade keine Zeit. Okay, egal, Leute. Dann schieß halt einfach so da drauf. So. Oh, das war's schon. Oh, okay. Ja gut, so geht's natürlich auch, ne? Alles klar. Genau, der Hund, der sagt uns jetzt quasi hier, hallo Hühnchen. Der sagt uns jetzt hier, wo wir hin müssen. Hier durch. Ratatatatat. Okay, immer den Hund nach. Alles klar, ich verstehe schon. Okay. Du bist ein lieber Hund, ne? Du zeigst uns den Weg, genau. Schloss entriegelt. Genau. Mhm. Dieser Brunnen hier, wo wir am Anfang dieses nette, nette Geräusch gehört haben. Kein Seil. Scheint unbenutzt zu sein. Ein alter Brunnen. Drin ist es dunkel. Ich will da nicht rein, Leute. Gut, dann benutzt halt das Seil. Stahlseil benutzt. So, Leute. Gut. Boah, war das schwer, ne? Stahlseil benutzt. Jetzt kann ich hinunter. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein. Und... Ja, Freunde, willkommen im Abwasserkanal. Da hier und hier drin ist es sau dunkel. Jetzt geht bis hinten weiter. Abgeschlossen. Das Gittertor ist zu. Ja, das Gittertor ist zu, ne? Okay, lassen wir das. Ja, willkommen im Wasserkanal, Leute. Es ist so dunkel hier. Ah, jetzt weiß ich. Ich erinnere mich an die Szene hier. Genau deswegen habe ich doch das Blitzlicht hier mal mitgenommen. Mach mal Blitzlicht. Und jetzt sind die verwirrt, seht ihr? Jetzt kann man die in aller Ruhe hier killen. Genau dafür habe ich das Blitzlicht mitgenommen, Leute. Genau für diese Szene. Das hätte nämlich sonst eklig werden können. Boah, hier ist es so dunkel drin, Leute. Okay, dann gehen wir... Okay, dann... Ich meine da ein Loch zu erkennen, ne? Oder was ist das da? Gibt es hier irgendwas? Nö, oder? Da ist auch ein Loch, Eier. Was machst du denn?
Aber da guckt sie nicht rein. Okay, schade, Leute. Ist ein bisschen jetzt Resident Evil-like hier, ne? Gut. Dann haben wir die... Oh, dann haben wir das Wasser ja schon geschafft, ne? Einen Moment, Leute. Ich kann mich hier... Genau, wir sind jetzt im Keller. Ich kann mich hier an was erinnern, Leute. Geh mal in das Use. Nimm mal den Granatenwerfer rein, bitte. Ich kann mich da an was erinnern, Leute. Ich kann mich da an eine richtig eklige Szene erinnern. Aber jetzt noch nicht. Was haben wir denn hier? Da ist so ein Schalter. Er ist ausgeschaltet. Eingeschaltet. Keine Ahnung, was der bringt, aber wir haben es einfach mal angemacht. Ich glaube, das kommt hier schon, ne? Genau, Leute, genau. Dieser unsichtbare Gegner. Der hat mich so oft schon genervt, Leute. Wirklich. Der ist nervig, Freunde. Deswegen müssen wir erstmal hier jetzt erstmal... Ganz wichtig, Antibody. Komm. Und am besten erstmal ausweichen. Ah, verdammt. Und dann direkt erstmal Energy Shot. Genau, Leute, das ist ein Zwischenboss, den wir hier haben. Gut, dann heile ich nochmal bitte. Ah, verdammt. Der hab ich getroffen. Und, nimm die Granatenpistole. So. Ah, verdammt. Seht ihr das? Jetzt haben wir einen Status. Jetzt haben wir den Status, dass wir verwirrt sind. Das heißt, wir können im Moment nicht zielen. Und das mache ich jetzt mal weg. So, Leute. Dann... Verdammt nochmal. Da ist das eklige Vieh, ey. Und... Nein. Ah, verdammt. Okay, ich muss mich wieder heilen. Ja, die Stelle hier, die ist unangenehm, Leute. Die ist unangenehm, diese Stelle hier. Wo ist das Ding? Ah. Wo ist denn der? Komm schon, komm raus. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ja, der krabbelt an der Decke rum. Och. Okay. 2 Granaten hat der nur gebraucht. Krass. Oh, wir kriegen sehr gute Items von dem, Leute. Protein und Erstlack. Das nenne ich doch mal einen richtig coolen Loot. Und die Proteinkapseln, würde ich sagen, nehme ich direkt mal. So, dann haben wir jetzt 110 HPs. Dann können wir die Waffe eigentlich auch wieder wechseln. Also die fette Waffe brauche ich hier erstmal nicht. Ich nehme erstmal hier wieder die Bugshots. Bin ich ganz gut gefahren mit bisher. Und so, was haben wir denn hier noch? Hier können wir noch eine Sache reintun. Was soll ich denn reintun? Ich würde mal sagen, die Cola. Komm, wenn es mal knapp wird oder so, dann nehme ich mal die Cola. So, Leute. Wir haben eben jede Menge Erfahrungspunkte bekommen, aber die reichen, glaube ich, nicht für um was zu leveln, ne? Weil jetzt wird's teurer. Genau, 1750, Leute. Jetzt brauchen wir immer mindestens 1200 Punkte, um was aufzuleveln hier. Sehr düstere Musik auf jeden Fall. Hier ist nichts, okay. Was sagt denn die Karte? Da ist ein Keller. Okay. Da ist ein Keller, Leute. Dann gehen wir da doch mal rein, würde ich mal sagen, ne? Auch wenn ich möglichst... Oh! Was ist das denn da alles? Ah, verdammt! Dann mach hier Dings Plasma. Ah, verdammt, dumme Viecher. Dann mach hier Plasma, komm. Plasma einmal weg. So. Genau, Leute. Das war's schon. Da ist eine Ratte. Verdammt. Ja, ja, das ist... Ja, hier muss man echt die Zauber gut einsetzen, ne? So, was haben wir denn hier in diesem Raum? Ist ein bisschen dunkel, ne? Ein Weinkeller. Aha. Unzählige Mengen. Wem gehört das alles? Keinem. Hier ist nämlich keiner mehr. Ein Schachspiel, Karten und Chips. Aha. Der passende Ort für ein Spielchen. Wie geschaffen für Caves and Castles Spiele. Ja, sieht schon so aus hier. Ein Spieltisch. Okay. Da liegen aber noch Pokerkarten, ne?
Oh, da draußen ist wieder irgendein Racer bei mir. Was haben wir denn hier noch? Oh, Waffen. Guck mal. Da ist etwas. Ja, was denn? Ja, was denn? Die sieht nichts, oder was? Okay. Was haben wir denn hier noch? Ein Spieltisch. Unzählige Mengen. Okay. gut, Leute. Wir können hier gerade ausreihen. Schaut mal, da ist so ein Zettel da, ne? Da ist doch so ein Zettel. Da steht was in Leuchtschrift. Ja, Freunde. Erinnert ihr euch? In der vorletzten Folge gab es ja ein kleines Rätsel, beziehungsweise ein Mini-Rätsel. Da sollten wir dahin, wo die Sonne nie scheint, glaube ich. Ah nee, wo die Maulwürfe hausen. Genau, wo die Maulwürfe hausen. Und das war, das ist hier unten, glaube ich. Und jetzt haben wir hier den nächsten Teil des Rätsels. Wir haben uns ja damals die Nummer 4 gemerkt. Genau, dann releasen wir mal. Löse das Rätsel. Wie viele Pinkelbecken hat das Männerklo? Genau, Leute, das war die 4, die wir schon hatten. Gehe nun zum nächsten Ort. Dort, wo die Geister hausen und die Sonne scheint. Irgendein Gekritzel, Leute. Genau. Ja. Wie sehe ich das wieder nur einmal vor? Merken wir uns mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Fässer. Genau, Leute. Merken wir uns mal hier die 8 Weinfässer. Das wird noch wichtig werden, Leute. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier wieder raus. Ich glaube, man kann hier auch irgendwie das Licht anmachen, ne? War das nicht so? Ich glaube, das war dieser Schalter da hinten, ne? Boah, diese Kanalisation gefällt mir gar nicht. Ich will hier raus. Ein Schalter. Er ist ausgeschaltet. Haben wir jetzt das Licht angemacht, Leute? Gehen wir doch direkt mal gucken hier. Ich glaube, jetzt ist das Licht an, oder? Und? Baba! Das Licht ist an und wir sehen jetzt auch die 8 Fässer, Leute. Eben haben wir nur 6 gesehen, jetzt sehen wir 8 Fässer. Genau. Und wir können jetzt auch nämlich noch was checken, und zwar hier in der Ecke. Da war doch noch was. Ein Schrank, genau. Genau, Leute, ein Schrank. Drinnen ist eine alte Waffensammlung. Ein Wildwestgewehr, bekannt aus Westernfilmen. Eine deutsche P08 Halbautomatik. Ein echtes Liebhaberstück. Aber da gab es auch noch was. Leider nur Modellwaffen, sie funktionieren nicht. Ah, okay, okay. Ich glaube, wenn wir die kleine Waffe genommen hätten, hätten wir da was gekriegt. Ein Sprachspiel. Karten und Chips. Der passende Ort für ein Spielchen. Ein Spieltisch, okay. Dann gab es hier vorne nämlich noch was, Leute. Nämlich ist hier vorne, hier hinten, da ist, wenn man hier geradeaus läuft, noch so eine Kiste. Schaut mal, da ist noch eine Kiste. Eine Holzkiste. Drin ist ein Flair, Leute. Da wissen wir ja mittlerweile, das ist ein ziemlich mächtiges Item. Falsch. Und ich würde mal sagen, im Anbetracht dessen würde ich sagen, packen wir das mal in unser Inventar rein hier. So. Wofür? Ich würde mal sagen, nimm die Granatpistole raus. So große Geschütze brauchst du erstmal nicht mehr. Gut, Leute. Wie viele XP haben wir denn? 800, okay, nee. Das dauert noch eine Weile, bis wir uns da was leisten können. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu dieser Leiter da. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder bald vorbei. Ich werde verrückt, Leute. Gut, wir können endlich wieder hier raus. Alles klar. Was haben wir denn hier? Ein Schalter. Er ist auf ein. Hä? Was ist das für ein Schalter? Warte mal. Nochmal kurz rein hier. Ich will wissen, was das für ein Schalter ist. Einen Moment. Ah, der macht's hier dunkel. Ah, okay, ich verstehe schon. Mhm. Alles klar. Aber das brauchen wir eigentlich nicht, deswegen
Ja, kann ich den auch wieder anmachen, ne? Dann mach den mal wieder an. Gut, Leute, wir sind jetzt nämlich, wenn wir mal auf der Karte schauen, im General Store. Und wir sehen, da laufen wieder Gegner rum. Ja, das ist, Moment mal, soll ich die nicht zuerst mal platt machen? Die mache ich gleich platt, Leute, aber erstmal... Oh, was ist denn hier los? Was ist das denn? Eine Warentabelle. Eine Tabelle mit Waren. Okay. Ah ja, ist gut. So, was haben wir denn hier noch? Da sagt sie nichts zu. Okay. Ja gut, dann... Ich brauche nichts. Alles klar. Ach du... Uiuiui, ganz viele Explosionsbabys hier. Leute, ich will nicht von dem getroffen werden da. Oh, Kettenreaktion hier. Ah, verdammt. Ja, komm dann einmal, komm. Ah, verdammt. Das ist das Miese bei diesen Gegnern. Die explodieren einfach. Aber die bringen viele MP. Schaut mal, 20 MP, Leute. Item. Wieder ein Flair. Sehr schön, Leute. Eins meiner Lieblings-Items. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Flair. Ich weiß nicht, warum das keiner benutzt. Ich finde das ein geiles Item. Ganz ehrlich. Speiseeis. Es ist nicht geschmolzen. Die Truhe ist intakt. Eine Kühltruhe mit Speiseeis. Die Zusammenfassung finde ich immer so geil. So, was haben wir hier noch? Magazine und Zeitungen. Die letzte ist vom 28. August. Wurden sie seit einer Woche nicht mehr geliefert? Fast nur Boulevardblätter. Ja gut, dann hast du da kein Interesse dran, ist klar. Gut, was haben wir hier unten noch? Ah, hier, Moment mal. Was haben wir denn hier noch? Ein Kassenregister. Alles noch intakt. Ah, genau, jetzt fährt draußen ein Krankenwagen hier. Ich werde verrückt. Ich lege das Geld für die Sachen einfach hier hin. Oh, Krankenwagen ist gut. Ein Kassenregister. Nee, nee. Gott, ey. Ja, Aya will Geld hier hinlegen. Okay. Und wofür will sie Geld hier hinlegen? Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Hier gibt's aber auch nichts mehr, ne? Nichts Auffälliges hier. Okay. Dann, ah ja, stimmt, ne? Hier sind so ein paar Items, glaube ich, versteckt. Seifen, Spülmittel, Hundefutter, Shampoo, Klopapier, Gebrauchsgegenstände. Einkaufen brauche ich nicht. Alles klar. Ah ja, gut. Aber hier hinter dir ist, glaube ich, was. Hier gibt's Cola. Inventar voll, Leute. Das ist jetzt blöd. Was machen wir da am besten? Ich will eigentlich keinen Flair wegschmeißen, aber die anderen Sachen sind auch zu wertvoll. Wisst ihr was? Ich mache hier diese normale Munition, schmeiße ich mal weg. Wir werden, glaube ich, irgendwann hier nochmal eine Munitionskiste finden. Beziehungsweise, nein, wir haben ja eine Munikiste am Auto. Genau. So, dann nimm dir mal die Cola, ja? Ist hier noch was? Eine Dose reicht. Nein, das glaube ich nicht. Wäre cool, wenn man sich jetzt hier endlos Cola besorgen könnte. Getränke? Noch mehr? Okay, Medizin Level 3, Leute. Aber wisst ihr was? Da wir jetzt ja in der Nähe vom Auto sind, würde ich sagen, gehen wir da einfach mal hin zum Auto. So, wir können jetzt hier raus, ne? Schloss entriegelt, genau. Gut, Leute. Sind hier Gegner? Ich hoffe nicht, ey. Nee, okay, alles klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier ins Auto. Machen wir nochmal ein bisschen Item-Management hier. So, was soll ich denn jetzt hier ablegen? Ich glaube, eine Medizin 1 kann weg. Die andere Medizin 1 kann auch weg. Oh, da hat jemand wieder einen Kommentar abgegeben. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Das mache ich mal kurz zu. Eine Sekunde. Geht das denn hier? Ah, er hat es geschnitten. Okay. ja. Der Kommentar ist jetzt wieder weg, Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, Leute, war es das jetzt erstmal, ne, mit den Sachen, die wir hier ablegen können. Ich glaube, beide Flares werde ich benutzen noch.
Und ja, die Cola, alles klar, Leute. Das reicht. Das reicht. Alles klar. Batsch. Du gehst ja sehr liebevoll mit deinem Auto um, ne? Ah ja. Gut. Da gehen wir aber wieder hier rein. Alles klar. Gut, Leute, dann hole ich mir erstmal die Medizin Level 3 da. Hier. Getränke. Alles klar, perfekt. Haben wir hier noch was? Sonst brauche ich nichts. Seifen, Spülmittel, Hundefutter. Ja, okay, das haben wir schon. Einkaufen brauche ich nicht. Ja, stimmt. Gibt es denn hier noch was? Leute, hier sieht ja aus wie so ein kleiner Grocery Shop. Süßer Mais, Erbsen, Corned Beef, Ölsardinen. Alles in Konserven. Isst man das hier täglich? Ja, die Konservenecke. Okay. Gibt's denn hier noch was? Chips, Kaugummi, Erdnüsse, Salamistangen. Oh, lecker. Lecker Salamistangen. Ich brauch nichts. Ist ja gut. Okay, die Konservenecke. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Was ist das hier vorne? Ich will nicht raus. Ich will hier das lesen da. Landkarten. Ich habe schon eine Karte von der Mojave-Wüste. Alles klar. Ja, hier ist ja das Fenster, ne? Was war da? Ich sehe draußen die Landschaft. Ja, ganz toll, ne? So, Leute. Fertigkaffee, Teebeutel, Frühstücksflocken. Richtig gute Sachen haben die hier. Kein Bedarf. Oh, immer kein Bedarf, Mensch. Du brauchst aber echt gar nichts, ne? Anglerbedarf. Ein komplettes Sortiment. Wohl ein Hobby des Besitzers. Kann man in der Wüste angeln? Ja, schon, ne? Wenn Fata Morgana und so. Skorpionkiller, ein Insektenspray. Gegen diese NMCs wohl wirkungslos. Ich brauche nichts. Ja, ist ja gut. Okay, Leute, dann habe ich ja alles, würde ich mal sagen, ne? Was geht denn da draußen ab? Jetzt fliegt da auch noch ein Hubschrauber rum. Naja, egal, Leute. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt mal speichern. Ich bin jetzt nämlich hier an einem Telefon. Auch wenn der das nicht abspeichert, aber ich werde es trotzdem mal machen, damit wir auch hier den Gesprächsfetzen nochmal mitbekommen. Das Labor untersucht gerade das Elektroteil. Das wird dich aus den Socken hauen. Die meisten Bauteile stammen aus Japan. Aber einige sind völlig fremd. Hightech vom Feinsten. Wahrscheinlich militärisch. Ja, ich sag dir Bescheid. Ah ja, Japan also. Hm, japanische Baukünste. Okay, sehr interessant, Leute. Cool. So, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, da die Zeit auch schon wieder abgelaufen ist. Meine Güte, es geht echt schnell in diesem Spiel. Würde ich mal sagen, ja, habe ich kurz aus Versehen Cut gemacht wieder. ja. Freue ich mich, dass ihr mal wieder dabei geblieben seid bei Parasite Eve 2. Und ja, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.